Das finde ich jetzt schon ganz spannend, dass es schon im Vorschlüssel ist. Der Danke. Aber sagt mir vielleicht erstmal zu, was ich euch über mich und meine Kandidatur erzählen möchte. Die Therese hat ja schon ein bisschen gesagt, sie hat gesagt, das Motto von gestern und von heute ist eigentlich, die Russen durchstarten, wir starten durch. Und genau damit möchte ich, unter dem Motto, ihr habt es gelesen in meiner Bewerbung, mit Lust auf Verantwortung, Lust auf Politik und vor allem mit Lust auf Vielfalt etwas für die Grüne Partei in diesem Parteirat bewegen. Ich möchte damit zeigen, dass es nicht nur Menschen gibt, die mit, dahin leben, sondern mit Lust auf Leben und Politik Herausforderungen heutiger und zukünftiger Generationen angehen. Auch da haben wir jetzt gerade eben was zur Wirtschaftspolitik gehört. Wir haben was zur Bildungspolitik gehört von Theresia. Und ganz wichtig sind natürlich auch die sozialen Fragen. Kurz zu meiner Person, damit ihr so ein bisschen die Zusammenhänge sehen könnt. Einige von euch kennen mich ja bereits aus der Bundesvorstandszeit. Andere kennen mich, wie der Alex, aus der Jugend. Ich sage nur Schnitzel 1 und Schnitzel 2. Zu der Debatte, die wir gestern hatten, ums Essen hier, genau. Ich bin Jongo Lombas, habt ihr gelesen. Ich bin in Freiburg geboren, Baujahr 73, wie ich hier im Augenblick mit Augenzwinkern sagen kann, und seit 1998 Mitglied der Grünen. Nicht nur die kulturelle Herkunft, sondern vor allem die Tatsache, dass wir bei uns in der Familie sehr viel, sehr stark über grüne Themen von klein auf geredet haben, kann mich dazu geführt, Mitglied dieser Partei zu werden. Aber es gibt etwas, was mich besonders stark treibt, und das wissen viele, die mit mir zu tun hatten hier in der Partei, allen voran Silke. Das ist die Frage der Lebensvielfalt, der Freiheit, der Lebensgestaltung, und zwar und gerade auch in der Kommune. Also mit welcher Lebensqualität können wir leben, was können wir sozusagen gestalten und wo sind meine einzelnen Freiheiten. Ihr seht, als Kreisvorstand, als Kampagnenkoordinatorin, als Mitglied im Grundsatzprogrammkommission, als Mitglied im Bundesvorstand und nach sechsjähriger Pause von der Berufspolitik, würde ich es jetzt mal nennen, in der Wirtschaft, bin ich als Kommunalpolitikerin wieder zu den Grünen zurückgekehrt und möchte diese Aspekte, wie Uli vorher gesagt hat in seiner Rede, die Aspekte der Kommune mit in den Landesvorstand einbringen, weil ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir wirklich dorthin gehen, wo die Leute leben, wo die Leute vor Ort sind. Und ich glaube, es ist wichtig, und ich sage das ganz bewusst als Stuttgarterin mit einem Votum des Stuttgarter Kreisverbandes, dass wir das machen in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit, im Austausch zwischen den Städten und dem ländlichen Raum und den strukturschwachen Regionen. Das ist was, was ich absolut wichtig finde für uns in Baden-Württemberg. Wir sind nämlich diejenigen, wie wir bei der Kommunalwahl gesehen haben, die bei den Menschen, an den Menschen dran sind. Strategisch und inhaltlich sehr gut aufstellen müssen. Wir müssen zeigen, dass wir eigenständige Kommunen sind, dass wir die einzig richtige Alternative hier sind im Land und dass wir auch die einzigste Opposition sind. Wir haben viel zur CDU gehört, ich will da gar nicht mehr zu sagen, der Tisch hat, glaube ich, gestern alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich will nochmal nur anmerken, wie es Andrea gerade gemacht hat, dass wir natürlich auch uns mit der FDP auseinandersetzen müssen. Ja, da können wir Städten eine gute Kampagne mit guten Kandidaten, vielfältige Themen.
um die Grünen als gute und stärkste Oppositionskraft und, wie Linus es gesagt hat, in unsere Regierungsfunktion platzieren zu können. Demokratie glaube ich, dass wir diejenigen sind, die die Themen der Zukunft erkannt haben, dass wir die in Zug auf den richtigen Gleis stellen können. Und dafür möchte ich eure Stimme für eine kreative, für eine kritische und vor allem für eine konstruktive grüne Partei. Danke.